Aber wer ist jetzt dieser Godot, meine Damen und Herren, auf dessen Erscheinen die beiden Schauspieler und das Publikum gut anderthalb Stunden vergeblich warten? Seit der Uraufführung von Warten auf Godot in Paris seit Anfang Januar 1953 folgt eine Deutung der Vorausgegangenen. Der Autor selber, der 1906 in Irland geborene Samuel Beckett, ist keine große Hilfe, scheint mit klammheimlichem Vergnügen das Verwirrspiel weitergetrieben zu haben. Halten wir fest, in jedem der beiden Akte des Theaterstücks warten zwei Personen, warten Wladimir und Estragon, auf das Erscheinen einer Figur namens Godot. Am Ende dieser Akte tritt kurz ein Bote mit der Nachricht auf, jener Godot könne heute bedauerlicherweise nicht kommen, käme aber ganz sicher morgen. Klar, das war ein Fest für Interpreten. Steckt in dem Namen Godot nicht God, das englische Wort für Gott? Gab es nicht da einmal einen kleinwüchsigen Bischof in Frankreich, der Godot hieß? Oder einen französischen Radrennfahrer, der bei der Tour de France immer mit großem Zeitabstand dem Hauptfeld hinterherradelte? Haben wir es mit einem Warten auf Erlösung zu tun? Oder eher mit, hier kommen jetzt zwei Lieblingsworte jener Jahre, mit der Geworfenheit und der Unbehaustheit des Menschen? Oder? Das lateinische Wort Surditas bezeichnet in der Ohrenheilkunde eine gravierende Hörstörung. Das davon abgeleitete Wort absurd stand ursprünglich für misstönend und hat sich dann als Ausdruck für all jene Phänomene breitgemacht, die der Logik unseres Alltagsverstandes zuwiderlaufen. So kam in den 50er und frühen 60er Jahren, lange nachdem es dieses Genre bereits gab, das Theater des Absurden auf seinen Begriff. Absurdes Theater zielt nicht darauf, die Zuschauer durch eine Logik der Handlung, der Gefühle, der Argumente zu fesseln und zu überzeugen. Hier ging es vielmehr darum, scheinbar Vertrautes durch die Anarchie der Komik zu brechen. Wenn Sie, verehrte Zuseher, an Karl Valentin denken, dann ist Ihnen der richtige Bezugspunkt klar geworden. Zumindest einer der richtigen Bezugspunkte, füge ich schnell hinzu. Der witzige nämlich. Eine weitere Komponente stellt die Philosophie des Existenzialismus, die gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa eine fast religiöse Verehrung genoss. Die Schlagworte Unbehaustheit und Geworfenheit haben wir schon gerade gehört. Die Ideale, für die noch wenige Jahre zuvor gekämpft worden waren, hatten sich aufgelöst. Dem Leben und dem Leiden der Menschen wurde jeglicher Sinn abgesprochen. Junge, nachdenkliche Männer in schwarzen Hosen und schwarzen Pullovern versicherten jungen, nachdenklichen Frauen in schwarzen Pullovern und schwarzen Hosen, das Leben sei schrecklich leer. Das war die Nachtseite der Veranstaltung, die wir uns gleichsam als Hintergrund vor den Stücken von Samuel Beckett vorstellen müssen. Diese Nachtseite verhinderte oft, dass die Produktionen von Warten auf Godot zu jenem Anlass für Heiterkeit wurden, die sich der Autor vorgestellt hatte. Für Beckett war die Figur des Clowns eine Gestalt der spielerischen Aufklärung. Für viele seiner Deuter leider ein Überbringer von raunenden, von nur äußerst schwer zu deutenden Botschaften, vermutlich metaphysischer Herkunft. Aber der Kerl war nun schließlich Ire. Als Ire stand er in der langen Tradition von Geschichtenerzählern und Satirikern, nennen wir nur Jonathan Swift. Als irischer Erzähler stand er auch im freundlich verzweifelten Wettstreit mit der um eine Generation älteren Kultfigur James Joyce. Als Ire schließlich musste er sich an dem Witz seiner Zeitgenossen Brandon Bean und Flann O'Brien messen, musste er zeigen, dass auch er jene vertrackten Doppelpässe von höchster akademischer Gelehrsamkeit zur plumpsten Karlauer und wieder zurück beherrschte. Wer sich in derlei Auseinandersetzung befindet, der schert sich um Begriffe wie Unbehaustheit oder Geworfenheit. Nur deswegen, weil er sich über deren hohlklingenden Pomp lustig machen will. Beckett war freilich auch ein profunder Philologe.
In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte er an dem berühmten Trinity College in Dublin die Fächer Englisch, Französisch und Italienisch studiert. Nach der erfolgreichen Prüfung wurde ihm in Paris eine Stellung an der École Normale Supérieure angeboten. Dort, in der französischen Hauptstadt, lernte er, das war Ende der 20er Jahre, seinen Landsmann und sein Idol James Joyce auch persönlich kennen. Ihm half er bei den Recherchen zu dessen Roman Finnegan's Wake, der Geschichte des Maurers Tim Finnegan, der von einer Leiter stürzt, darauf stirbt und dessen Freunde ihm eine äußerst alkoholintensive Totenwache halten. Dieser Roman gilt, wie später Warten auf Godot, als einer der am schwierigsten zu deutenden Werke der modernen Literatur. Ein wahres Fest auf mehrfach oder gar gänzlich unverständliche Anspielungen aus allen Sprachen, die seit dem missglückten Turmbau von Babel entstanden sind. Klar, das ist Literatur, klar, das ist aber gleichzeitig auch ein höchst vergnüglicher Jux mit Literatur, eine Kopf- und eine Fußgeburt, ein rasantes Spiel mit ständig wechselnden Bedeutungsebenen ohne Blick auf den Zuschauer. Wer mal Freude an einem solchen Spiel gefunden hat, der ist, das lässt sich leicht voraussagen, für die strenge Zucht einer philologischen Karriere verdorben und verloren. Für Samuel Beckett scheint sich das Dilemma so gestellt zu haben, dass er fürchtete, nie ein so begnadeter Schriftsteller wie James Joyce werden zu können, doch auch nie an seine wissenschaftliche Erfüllung glaubender Akademiker werden zu können. Dennoch kehrte Beckett 1930, er war gerade einmal 24 Jahre alt, an seine Universität des Trinity College in Dublin zurück, erlaubte sich den einen oder anderen Spaß mit Kollegen, man kann ja auch höchst gelehrt mit der Wissenschaft spielen, verlor aber bald die Freude am akademischen Treiben und begann für ein paar Jahre ein Reiseleben quer durch Europa. Das konnte er sich leisten, weil seine Familie zur Schicht der begüterten anglo-irischen Protestanten gehörte. Allerdings kontrollierte die Mama den Zugang zu den Pfründen, was naturgemäß für periodischen Verdruss sorgte. Literarisch schwankte er in dieser Zeit zwischen allen möglichen Sparten. Er veröffentlichte Gedichte, schrieb eine Studie über Marcel Proust, suchte Kontakt zum russischen Filmer Eisenstein, trat als Kritiker, wenn Sie mir den Ausdruck nachsehen, eine neue, eine Irland mythisierende Poesie umstandslos in die Tonne. Und er vollendete einen Roman mit dem Titel Murphy, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Zudem fand er noch Zeit, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Das half ihm und es half seinem Schreiben. 1936, das sehr schnell angemerkt, reiste Beckett in das in voller Nazi-Pracht erblühte Deutschland und blieb dort bis Anfang April 1937. Er hatte sich Deutsch beigebracht, um einige seiner Lieblinge der deutschen Literatur, wie Schiller und Hölderlin, im Original lesen zu können. Wenn wir einer, sagen wir, erzählerischen Version der Geschichte Glauben schenken dürfen, dann lockte ihn das Bild von Albrecht Dürers betenden Händen, das als Stich in seinem Kinderzimmer gehangen hatte. Aber die Reise galt natürlich noch vielen anderen Attraktionen. Sie endete enttäuschend. Aber ich erwähne sie hier aus mehreren Gründen. Einmal, weil sie erst kürzlich durch eine hochintelligente Studie aus dem Versteck unveröffentlichter Tagebücher befreit wurde. Zum Zweiten, weil sie Beckett in einem meist völlig unbeachteten Licht zeigt, als den scharfen, den engagierten politischen Beobachter. Und drittens, weil er in München Karl Valentin auf der Bühne begegnete. Es kam auch zu einem Treffen jenseits der Bühne und das verlief für den von Valentin begeisterten Beckett nun tatsächlich in des Wortes wahrem Sinne genauso absurd, so sprachgestört, dass es einen unendlich tiefen, komischen und gleichzeitig erhellenden Eindruck im irischen Schriftsteller hinterließ. Er habe viel und voller Trauer gelacht, schrieb er in einem Brief. Was Valentin über dieses Treffen sagte oder dachte, ist uns leider nicht übermittelt.
Murphy heißt der Titel des Romans, auf den ich Sie noch aufmerksam machen wollte. Er erschien 1938 und ist ein genauso unwahrscheinlicher Roman wie Warten auf Godot ein unwahrscheinliches Theaterstück ist. Murphy, der Held des Romans, hat sich von seiner irischen Geliebten getrennt und lebt jetzt in London mit einer Frau zweifelhafter Reputation zusammen, die ihn drängt, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Diese Arbeit findet Murphy in einer psychiatrischen Klinik. Die dortigen Insassen werden ihm zu Seelenverwandten, ganz besonders diejenigen, die ihm im Schachspiel überlegen sind. Doch nicht alle Patienten erwidern seine Zuneigung. Als sich auch noch sein Favorit unter den Heimbewohnern von ihm abwendet, begeht Murphy Selbstmord. Der Leichnam wird verbrannt, die Asche nach Irland überführt. In einem Wirtshausstreit greift einer der Kombattanten nach der Urne auf der Bar als Schlagwaffe. Das Behältnis geht zu Bruch. Die Asche landet im Kehrblech. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, selbstverständlich habe ich Ihnen jetzt wesentliche Handlungsstränge dieses Romans nicht mitgeteilt. Sie müssen mir einfach glauben, dass es ein Roman mit vielen Taschen ist, wie man in Irland sagt. Und aus jeder Tasche können Sie eine neue Bedeutung herausziehen. Es ist eben auch und wohl zuvörderst ein literarisches Werk, das mit den traditionellen Konventionen des Erzählens spielt. Und auch darin liegt ja eine Eigenart, sagen wir ruhig, eine Meisterschaft der modernen irischen Erzählkunst. Sie haut uns eben immer wieder die Regeln dieser Kunst um die Ohren. Die Namen James Joyce und Flann O'Brien sind in diesem Zusammenhang ja bereits gefallen. Und glauben Sie mir, das sind Regelbrüche, die Spaß machen, selbst dann, wenn der Leser merkt, was vom Autor ernst gemeint ist und was nicht. Naturgemäß hatte Samuel Beckett eine sehr klare Vorstellung von der Trennung zwischen Ernstem und Unernstem. Er genoss, davon haben wir vorhin gesprochen, den Humor von Karl Valentin. Der Pomp der Nazis widerte ihn an. Und als es dann zum Schwur kam, als deutsche Truppen in Frankreich einfielen, schloss Beckett, der in Paris lebte, sich 1940 der französischen Widerstandsbewegung an. Er und seine Ehefrau, füge ich hier schnell hinzu, das Wirken der Gattin wird in den meisten Berichten gern ein wenig ausgeblendet. Wer so viele Sprachen so perfekt beherrscht, eignet sich natürlich hervorragend als Nachrichtenübermittler. Und gestatten Sie mir, verehrte Zuseher, einen kleinen Fingerzeig auf die Ironie dieser kurzen Geschichte. Der Mann, der dafür gefeiert wurde, absurde Botschaften in die Welt getragen zu haben, wurde dort eingesetzt, wo es um die Bedeutung eines jeden Kommas im verschlüsselten Text ging. Beckett selbst hat nie großes Aufheben von dieser Tätigkeit gemacht, für die der französische Staat ihm immerhin mit 2 Orden auszeichnete. Für ihn war bald die Literatur wieder an die erste Stelle der Dinge gerückt, die ihn berührten. Er selber war wohl am stärksten überrascht, dass jene Dinge, die ihn am stärksten berührten, bis zum Nobelpreis für Literatur führten. Das war 1969. In den Jahren zuvor war Beckett unauffällig, unaufhaltsam zu einer Instanz geworden. Er lebte weiter in Paris, schrieb jetzt fast nur noch auf Französisch, wie er es auch bei Warten auf Godot gemacht hatte. Und er hatte Angst davor, ein französischer Intellektueller zu werden. Mehr noch fürchtete er den Ruhm der Straße. 1989 starb Beckett in einem Heim. Gut ein halbes Jahrhundert zuvor hatte er schon einmal mit dem Tod gekämpft. Da hatte ihm in Paris ein Zuhälter sein Messer in die Brust gerammt. Als der Schriftsteller den Angreifer, einen Monsieur namens Prudhon, also einen Herrn Vorsichtig, nach dessen Motiven für die Tat fragte, antwortete der Mann: »Ich habe keine Ahnung. Entschuldigen Sie bitte.« Wer mag da noch von absurdem Theater reden?